Alter, was geht ab, Leute? Hier auf dem Weg zum Gengar Day. Ich hab den Pinsel angeklickt, einer meiner ersten. Und da ist er. Schauen wir mal. Der musste sein, Mann. Den wollte ich echt haben. Shinies, nicht so hohe Priorität bei mir, aber ihr wisst, Pinsir. Und da ist er. Ich hatte sogar vor, heute Morgen noch ein bisschen zu grinden, zu farmen. Nur für den. Seit diesem Wochenende natürlich erhöhte Spawns. Aber ja, brauche ich nicht. Da ist er. ID-Check. Really strong attack 15. Okay, maxen werde ich den jetzt nicht, aber. So kann es losgehen. Jetzt muss nur noch Fnatic Worlds gewinnen in League of Legends. Dann ist es gutes Wochenende. So, los geht's. Spiel gerade neu gestartet, damit die Gengar Raids laden. Und hier haben wir unseren ersten Gengar Raid. Ich habe die Arena davor noch schnell gelb gemacht. Ja, von den Leuten, die sich angemeldet haben, sind nicht sehr viele erschienen. Gengar nicht so beliebt bisher. So, gleich geht's los. Schauen wir mal, wie stark er ist, weil. Ich weiß nicht, wie viele die machen, aber sicher nicht 15. Muss mal schauen, wie ich da das dann schaffe mit 15. Ob ich auf die 15 komme überhaupt. Ich fühle mich fast wie ein Dorfspieler hier, Alter. Schau da an die Dorfspieler. Die haben wahrscheinlich eher das Problem, dass die nicht genug Arenen haben. Okay, gut, dass es mega hängt. So, ich geh nochmal rein. Aha, mein Mute hat aber Leben verloren, also er war drinnen. Nur konnte ich halt nichts machen. Okay, jetzt geht's. Ich hab ein bisschen Zeit verloren, aber wir sind 10 Leute. Wenn der Rest reinkommt, dann müsste es kein Problem sein. So, die Verstärkung kommt. Verstärkung kommt. So. 96, irgendwie sowas. Achso, Wetterboost hat er. Muss ich nochmal nachschauen. So. Und? Der ist hell. Shiny! Ey, ich krieg nie ein Shiny. Ich krieg nie ein Shiny. Erster Versuch Shiny. Was ist denn heute los hier, Mann? Jetzt muss echt nur noch Fnatic gewinnen. Normalerweise legendäre Shinies haben ja 100% Fangrate, aber das ist ja kein legendärer Shiny. Aber ist trotzdem beim ersten Ball drin geblieben. Also ich weiß nicht, ob Gengar legendär, also Gengar nicht legendär, 100% Fangrate hat. Aber da haben wir ihn. Mit Lick. Ja, Attack 15. Gengar Nummer 2. Ich habe eigentlich schon alles erreicht, was ich erreichen will. Haben wir noch ein paar Raids für EP und damit die nicht legendäre Raid-Medaille mal hochgeht. Das ist extrem low bei mir. Aber mit mehr von solchen Event-Days könnte sie weiter hochgehen. Und Sonderbonbons gibt es natürlich auch noch. Dazu sagt man natürlich auch nicht nein. Okay, er hat auch einen Shiny. Ich probiere es jetzt mal ohne Berge, ohne gar nichts. Okay, gelbe Berge vielleicht. Dann sehen wir ja, ob er 100% Fangchance hat. Fangwahrscheinlichkeit. So. Und. Er ist drin geblieben. 100%. 100%. Bei Shiny natürlich jetzt. So. Bam.
Aber der ist auch einfach so drin gelegen. Okay, ich habe Goldene geworfen. Und ist kein Legendärer. So, das war's mit den ersten 5 Grand Pässen. Ich habe neue bekommen, also ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ja, schauen wir mal, wie viele so zusammengehen. Ich sag das glaube ich nochmal neu, weil ihr so weit weg seid. So. Wiederholung. Ich habe gesagt, das war's mit den ersten 5 Grand Pässen. Ich habe gerade neue bekommen, also ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, aber ja, schauen wir mal, wie viel wir noch machen. Okay, ich habe noch einen shiny Pinsel hier. Schauen wir mal. WP-technisch auf jeden Fall schon mal besser. Mal schauen, ob der was kann. Oh mein Gott. Danach müssen wir noch ein paar Gengars entwickeln. So. Recheck. Sind schon reingegangen, ja. Muss mal schauen, wann ich die Zeit finde zum Entwickeln. Der Boost ist weg. So. Okay, so, auf dem Weg zum nächsten Raid nehme ich mir mal die Zeit und entwickle ein paar Nebulax. Das ist der, den ich letztens aus der Quest gezogen habe, 100er. Da habe ich noch einen, der hat keinen Stern, weil ich war eigentlich bereit, den wegzuschmeißen. Der ist halt noch von alten Zeiten, ich habe ja schon einen Gengar 100 auf Max. Dann habe ich die alle entfavorisiert und dann tausche ich die mir alle rüber irgendwann, weil die ja älter sind, höhere Chance auf Lucky. Aber der kriegt jetzt natürlich seinen Stern wieder zurück. Jetzt mit Schlecker. Schauen wir mal, ob das überhaupt Schlecker gibt. Man weiß ja nie bei Niantic. Blick. Tatsächlich, er hat ihn. So. Erstmal den Stern zurück. Aber 104 ist schon extrem low. Ja.
habe dann einen 100er, einen 98er, einen mit Dunkelklaue, 200er mit Schlecker und einen Shiny mit Schlecker. Das wäre mein Team. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich bin eigentlich fertig. Da nur noch die Raids für, um sie zu machen. So, der sieht doch hell aus. Ja, da ist noch ein Shiny. Ein Shiny haben wir noch, aber der ist, glaube ich, schlechter als mein erster. Bonusrunde. Ein paar machen wir noch. Der Trick funktioniert. Ich bin jetzt beim dritten Tag, also beim letzten Tag, die letzten fünf. Los geht's. So, schauen wir mal. Vier Sonderbonbons. 16 Bälle. Also hauptsächlich brauche ich die Arena-Punkte. Ein Raid hier drauf bringt ja 1000. Ich will hier das Gebiet ja auf Gold bekommen. Also jede Arena, jeder Raid 1000 Punkte. Das nehme ich gerne noch mit. Weiter geht's. So, das war der Gengar Day. Gute Ausbeute, alle Raids gemacht, es waren aber nur 14. Obwohl der Trick funktioniert hat, beim kleinen Mann sogar nur 13. Also irgendwie sind da zwischen den Zeitsprüngen irgendwelche Pässe verloren gegangen, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Hab sogar 3 Scheine Pinsir, 2 Scheine Gengar. Mein Gengar-Team ist jetzt, ich habe alle Gengars gefangen, beim kleinen, beim Großen. Ich habe jetzt einen 100er, einen 98er, einen mit Dunkelklaue, 200er jetzt entwickelt mit Schlecker und dann den Shiny, den ich gefangen habe, der erste. Ja, im Großen und Ganzen super Tag. Vor allem, ich kriege eigentlich nie so viele Shinies. Ich kriege eigentlich fast nie Shinies. Ich habe jetzt ein Arctos Shiny gehabt. Bei den anderen Tagen und Legendären nie ein Shiny bekommen. Und heute gleich 2 Gengar, 3 Pinsir. Natürlich auch noch die Arenen da hinten gemacht. Arena-Punkte gesammelt. Das war mir extrem wichtig. Ansonsten EP, Sonderbonbons. Fortschritt für die Medaille. Nicht die Legendäre, normale Raids Medaille. Da bin ich noch so weit unten. Das muss auf jeden Fall noch höher. Ich hoffe da echt mehr Events, mehr solcher Events, mehr solcher Days für die kommenden Events. Das würde die Medaille auf jeden Fall pushen. Aber das war's von mir. Schreibt nur in die Kommentare, wie euer Gengar Day so war, wie war eure Ausbeute. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.